Das Nachbarsmädchen, das ich kannte, seitdem ich 3 war. In 6 Wochen Sommerferien war sie zur Frau gereift. Und ich innerhalb einer Minute zum Vollidioten. Karl, stehst du unter Schock, weil dein Ball kaputt gegangen ist? Ball? Ach, mein Ball. Der war ja vorher schon kaputt. Ich war ein Fußball-Judas. Ich hatte die Ehre der gesamten Nationalmannschaft verraten. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Bist du verletzt? Ach, das Hechtsprung, 11 Meter abgewehrt, nur ein Kratzer. Damit solltest du mal zu deiner Mutti gehen. Ach, ich bin noch hart im Nehmen. Ja, ich war endlich ein Mann. Ich konnte die Bewunderung in Claras Augen sehen. Ich war ein toller Torwart, ein charmanter Unterhalter und natürlich ein vollendeter Kavalier. Ah, ein Kavalier. Kavalier? Ein Riesenarsch. Er hieß Olaf, wollte aber Colt genannt werden, nach seinem großen Vorbild, dem Stuntman. Karlchen, Essen ist fertig. Marsch, marsch. Ist das nicht deine Mutti da? Ach, braucht bestimmt wieder Hilfe. Ist nicht mehr die Jüngste. Ich will dich doch vor dem Essen noch in die Badewanne stecken, mein kleiner Dreckspatz. Na klar, aber warum nahm sie kein Megafon oder brachte die Badewanne gleich auf die Straße? So, du kleiner Dreckspatz, jetzt seift dich Mutti noch schön ein, danach noch das Sandmännchen gucken und dann ab in die Haie. Wie mir scheint, hast du noch einen wichtigen Termin. An diesem Nachmittag verlor ich jegliche Lust am Fußball. Mich beschlich das seltsame Gefühl, dass ich für diesen Haufen unreifer Jungs zu alt geworden war. Mein Herz spielte verrückt und meine Hormone hatten Betriebsfest. Ich war verliebt, was ich mir natürlich nicht anmerken ließ. Ah, es verknallt. Reiko, gemein, dumm, bösartig, hässlich, unsympathisch. Ein typischer älterer Bruder eben. Na, hast du deine Zunge schon trainiert? Wer ist denn die Arme? Und für die kleine Klara aus dem Nachbarblock, ja? Die Tochter des Schulleiters? Wenn Karl mit der zusammen ist, dann bringt das Vorteile für uns alle. Was denn, dass wir bei der 1. Mai-Parade in der vordersten Reihe marschieren dürfen? Janina macht eine Friseurausbildung und sich mal wieder schön für ihren Freund Lutz. Ein strammer Parteisoldat, der die Liebe und den Marxismus näher brachte. Ah, scheiße. Na, ist dir die rote Farbe ausgegangen? Kannst meinen nehmen, ich habe aber nur noch gelben. Na prima, dann kann sie sich ja gleich Hammer und Sichel drauf lackieren. Weißt du, als ich so alt war wie du, da war ich auch oft verliebt. Bei mir ging das aber auch immer urstschnell. Schneller als Bälle aufpumpen. Mein Vater, tagsüber sozialistischer Planerfüller, abends Familienoberhaupt. So war das auch mit deiner Mutter. Das war in diesem FDGB-Heim an der Ostsee. Das muss im Sommer warten. Wir alle wussten, dass es unsere Mutter war, die sich unseren Vater geangelt hatte. Unsere Mutti. Sie arbeitete in der Poliklinik und sorgte für Harmonie in der Familie. Glaubst du, mit so einer Matschfresse kannst du deiner Freundin imponieren? Kannst mich mal in Ruhe lassen? Kinder, ich habe euch noch eine Neuigkeit mitzuteilen. Endlich ist das Weihnachtspaket von Omi West angekommen. Im Sommer? Vom Klassenfeind. Lutz sagt immer, an dem Westwaren klebt das Blut unschuldiger, ausgebeuteter Arbeiter. Das sind Geschenke von Omi. Und Karl darf es dieses Jahr aufmachen. Zieht, zieht, zieht. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Lieb hatte ich im Moment vor allem Clara. Ein Lächeln von ihr war mir wichtiger als ein Westpaket von Omi. Ich musste sie wiedersehen. Was zum Glück nicht so schwer war, wenn man in derselben Plattenbausiedlung wohnte. Karl, was machst du denn hier? Was glaubst du denn so blöd? Hast du noch nie eine Frau weinen sehen? Nein. Doch, natürlich. Meine Wunde braucht frische Luft. Hast du mal ein Taschentuch? Da war meine Chance. Das Taschentuch als Zeichen meiner Liebe. Mein Taschentuch trocknete ihre Tränen. Einfühlsam hakte ich nach. Alles paletti bei dir? Danke, mir geht es gut. Warum dann die bitteren Tränen? Ich muss morgen ein Gedicht aufsagen. Vor der ganzen Schule. Beim Fahnenappell. Beim Fahnenappell? Der Maiparade für Heranwachsende? Jeder hasste das. Sowas macht nur ganz miese Streber und Schleimer. Na, das ist doch super. Ich kann's aber nicht. Na, dann muss es ja nicht ein anderer für dich aufsagen. Aber es geht doch nicht. Außerdem, wer sollte das denn schon tun? Stimmt. Welcher Volltrottel würde sich dazu freiwillig bereit erklären? Ich? Du? Warum nicht? Das würdest du für mich tun? Mich vor allen Schülern am ersten Tag als Streber blamieren? Na klar. Aber das ist gar nicht so einfach. Meinst du, du kannst es bis morgen auswendig? Ach, das ist doch ein Klacks für mich. Clara hätte von mir verlangen können, Erich Honecker die Brille zu klauen. Ich hätte es getan. Welches Gedicht denn überhaupt? Schiller, die Bürgschaft. Du weißt ja gar nicht, was für ein Stein mir vom Herzen fällt. Dieses Jahr gab es nämlich keine Freiwilligen. Und da blieb alles an mir hängen. Aber wenn ich vor so vielen Leuten ein Gedicht auswendig vortragen muss,
bekomme ich immer einen ganz roten Kopf und mein ganzer Körper fängt an zu zittern. Toll, dann hatten wir was gemeinsam. Ich bekam schon Herzrasen, wenn ich an die Tafel gerufen wurde. 20 Strophen klassische deutsche Lyrik in einer Nacht. Das war nicht nur rekordverdächtig, das war unmöglich. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlicht Damon... Den Dolch im Gewande... Was machst du denn für Schweinereien? Gar keine. Seit wann interessierst du dich denn für Schiller, du Knirps? Oder willst du deiner kleinen Freundin imponieren? Ich bin kein Knirps. Ab morgen beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Bald werde ich gesiezt, komme in die FDJ und mach Jugendweihe. Du hörst dich ja schon an wie ein richtiger Streber. Und die FDJ-Nicks behandeln dich trotzdem wie eine kleine Arschmade. Wirst schon sehen. Ab morgen habe ich sogar Englisch. Ja, ja. Peter and Mary are preparing banners for a demonstration. Mensch, wenn du zu den Großen gehören willst, muss ich auch benehmen wie die Großen. Ich gehe jetzt noch bumsen. Nacht Arschmade. Noch nie zuvor hatte Reiko eines seiner Magazine freiwillig herausgerückt. Da drin gab es keine Tyrannen, keine Dolche und keine Gewande. Aber in den wichtigen Momenten im Leben muss ein Mann das Richtige tun. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolch? Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Guten Morgen! Na, mein Mäuschen? Bin nicht mehr, der Mäuschen will auch nicht mehr geknutscht werden. Jawohl, Herr Trischanke. Aber jetzt raus aus den Federn, Frühstück ist fertig. Schiller, die Bürgschaft. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich... Oh, Scheiße. Na, wie sehe ich aus? Jedenfalls besser als ich gleich beim Fahnenappell. Oh, Papa! Kann ich so beim Freundschaftsrat glänzen? So wie du dekoriert bist, können wir dich als Weihnachtsbaum neben unser Westpaket stellen. Wenn du heute Sitzung hast, kannst du doch vorher beim Postamt vorbeigehen. Ja, vorbeigehen. Zeig mich doch nicht mit dem Westpaket bei der Versammlung. Oh, Kaffeemix. Da kriegst du ja Dunkelpunkt. Das ist Erichs Dröhnung. Wenn du richtigen Bohnenkaffee willst, dann musst du zur Post gehen. Sonst muss eure Mutter das schwere Paket wieder abholen. Doch sowieso wieder nur verfaulte Apfelsinen drin. Wenn sie die an der Grenze nicht schon rausgenommen haben. Doch. Zieh. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Karl, wir haben uns alle lieb. So eine Kinderkacke, kommt ihr euch nicht kindisch vor? Sei du mal ganz ruhig. Du kommst gerade mal in den Stimmbruch und hast bestimmt noch nicht mal Haare am Sack. Hey, kein Wunder. Die hatte sie ja auf den Zähnen. Karl, das stärkt einen Familiensinn. Familiensinn? Ich habe ein Problem und ihr denkt nur an euch. Karl, hey, was hast du denn? Ich muss in einer Stunde beim Fahnenappell vor 350 Schülern auftreten. Vor 700 gehässigen Augen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mensch, Karlchen! Karl, als ich in deinem Alter war, da war ich in der Theatergruppe. Frühlingserwachen wollten wir geben. Und ich hatte dieselben Probleme. Die Aufregung, die Massen, die ich begeistern wollte. Der Text. Holger, du warst der Geist im Schrank. Du hattest gar keinen Text. Und sogar den konntest du nicht. So, wer holt jetzt das Paket ab? Meine Familie war für mich so viel Hilfe wie eine Bleiweste für einen Ertrinkenden. Meine letzte Hoffnung war Flo, mein Sandkastenkumpel und Bootsbruder. Er hielt sich für einen Frauenkenner. Angenommen, es läuft perfekt für dich. Dann wirst du vielleicht ihr guter Kumpel. Aber wenn du ans Eingemachte bist, dann musst du ran an die Buletten und den Frontalangriff starten. Wenn du willst, kann ich dir gerne noch ein bisschen zur Hand gehen. Das wäre lieb. Du kannst ja schon mal ein paar Fahnen an dem Pult hängen. Was für ein Schleimer. Ihr zur Hand gehen. Hatte Colt keinen Stolz? Wie konnte er sich so erniedrigen? Gut, ich rezitierte für Clara 20 Strophen Schiller, aber davon wusste ja noch keiner. Karl, ich wusste ja gar nicht, dass du heute ein Gedicht rezitierst. Was? Der kleine Trischanke sagt ein Gedicht auf? Soll ich mich etwa totlachen? Die Blamage war perfekt. Warum kümmerte sich Dirk ausgerechnet jetzt um mich und nicht wie sonst um sein Essen? Und, wie läuft's so? Doch. Na, ja. Weißt du, Karl, dass du das für mich tust, das werde ich dir nie vergessen. Ich freue mich auch schon ganz doll. Jetzt wusste jeder, für wen ich mich zum Deppen machen würde. Ein Gedicht. Der kleine Scheiße. Viel Glück.
Wenn ich du wäre, würde ich mir mal ganz schnell einen Spicker schreiben. Oder glaubst du, der nuschelt dir einen Text ins Ohr? Der stechende Blick unseres Oberindianers bereitete mir ein flaues Gefühl im Magen. Ich glaube, ich muss mal. Über das Klopapier in unserem Land konnte man sagen, was man wollte. Aber zu diesem Zeitpunkt leistete es mir mit seiner sandpapierartigen Oberflächenstruktur hervorragende Dienste. Da reißet die Brücke der Strudel hinab und donnernd sprengen die Wogen des Gewölbes krachenden Bogen. Hey, gib dir her, du Arschloch! Oh, du Sau! Colt konnte sich doch nicht mit Schiller den Arsch abwischen. Schmidt geklaut. Das ist deine letzte Rettung. Flohs Ideen belegten bei der Messe der Meister von morgen immer den letzten Platz. Lass mich lernen. Du musst jetzt mal Prioritäten setzen. Das mit dem Gedicht wird ein Schuss in den Ofen. Da lag Flo falsch. Es würde eher ein Atomschlag. Und wenn du tust, was ich sage, brauchst du es nicht aufsagen und Clara würde dich trotzdem vergöttern. Und wie soll es gehen? Du gehst da drüber zur Leiter und tust so, als ob du helfen willst. Dann lässt du dich fallen, schreist wie am Spieß und schon bist du der verletzte Held. Hast du's kapiert? Das klang total verrückt. Aber auch nicht verrückter, als vor 300 Leuten Schiller aufzusagen. Mit jeder Leitersprosse, die ich erklomm, wurde die Luft dünner und dünner. Aber nur wer hoch steigt, kann tief fallen. Karl! Bist du verletzt? Mein Bein. Und warum blutest du dann im Hals? Jetzt war keine Zeit für Spitzfindigkeiten. Ich kann das Gedicht nicht aufsagen. Aber Karl, deine Gesundheit ist jetzt viel wichtiger. Was mache ich bloß mit dir? Das Happy End war greifbar nah. Und ich in den Armen meiner Angebeteten. Oh. Aber war das eines Mannes würdig? Nein. Ich wollte kein Lügner sein. Ich glaube, mein Bein geht schon wieder besser. Bist du sicher? Soll ich dich doch lieber einen Krankenwagen anfordern? Nee. Mir geht rot. Ich fühle mich wie im siebten Himmel. Ach, dann kannst du es ja doch aufsagen. Ich dachte schon, du lässt mich im Stich. Also, denk dran, du kommst gleich nach dem Chor. Ja. Der Chor würde meinen Totengesang anstimmen. Alle kamen zu meiner Hinrichtung. Der Chor, Colt, meine Freunde, Reiko, die ganze Schule und Clara. Begrüße ich zum neuen Schuljahr die Jung- und Thälmann-Pioniere. Für Frieden und Sozialismus seid bereit? Und die Mitglieder der Freien Deutschen Jugend mit einem kräftigen Freundschaft! Freundschaft! Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land. Allen Menschen, großen, kleinen, bist du wohl bekannt. Fliege jedes Jahr wollen wir den Schulanfang und den Weltfriedenstag auf ganz besondere Weise begehen. Und zwar mit der Demütigung von Karl Trischanke. Unfähig zur Flucht, den Kopf in der Schlinge, erwartete ich meinen Untergang. Eine vorbildliche Pionierin unserer Schule anzukündigen, die uns mit der nun folgenden Ballade ein paar schöne Minuten schenken wird. Wir hören jetzt die Pionierin Karl Trischanke aus der 7b mit Die Bürgschaft von Friedrich Schiller. Auswendig vorgetragen. Jetzt bist du dran. Ich hatte mal gelesen, dass einem kurz vor dem Tod alle wichtigen Stationen im Leben durch den Kopf gehen. Ich sah mich mit meinem ersten Holzroller, wie mein Vater mir das Schwimmen beibrachte, das gute Apfelkompott meiner Mutter und Clara. Die Bürgschaft von Friedrich Schiller. Eine brillante Eröffnung. Der Kleine sorgt ja sogar mal für Stimmung. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon mit dem Dolche im Gewande. Ihn schlugen die Häscher im Bande. Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich, entgegnete ihm finster der Wüterich. Die Stadt vor dem Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Na also, die erste von 20 Strophen und nicht ein Aussetzer. Ich konnte Claras Herz regelrecht schmelzen hören. Ich bin, sprich, jener zu sterben bereit. Doch
Und bitte nicht um mein Leben. Bitte nicht um mein Leben. Und ob ich um mein Leben bat. Ich wollte zurück in den Mutterleib und einfach nochmal von vorn anfangen. Ich glaube, es wird Zeit, dass er endlich mal bumst. Doch willst du Gnade mir geben. Ich bitte dich um 3 Tage Zeit. Bis ich die Schwester dem Ehemann gefreit. Ich lass den. Den Freund hier als Bürgen. Jetzt hörte ich schon Stimmen. Den Freund dir als Bürgen. Dirk, der Torpfosten. Den Freund dir als Bürgen. Ihn magst du, entrinn ich, erwürgen. Da lächelt der König. Da lächelt der König mit Argerlist. Hey, ist es nicht dein kleiner Bruder? Dieser Streber da, das ist höchstens ein kleiner Arschmade. Doch die hielt durch. Und nach einer knappen halben Stunde... In eurem Bunde der Dritte. In eurem Bunde der Dritte. Mein Publikum war selbst für Buhrufe zu erschöpft. Mir wurde klar, dass meine so verlockende Zukunft in der Oberstufe bereits Vergangenheit war. Ich würde meine Familie verlassen, die Stadt, das Land und einen Neuanfang starten, irgendwo auf der anderen Seite der Erde. In Kuba, Vietnam oder am Mögelsee. Mehr Sex. Wo bleibt er denn? Der müsste doch längst da sein. Hat sie wahrscheinlich erschossen oder aufgehängt oder beides. Also langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Da ist er. Mann, jetzt mach's doch endlich auf. Hey, Großer. Na, was sagst du dazu? Bitte auf Zeit, du Trödeltüte. Komm, mach das Paket auf. Das riecht so gut. Mann. Nein, danke. Ich hatte schon mein Päckchen zu tragen. Wenn ich will, der hat schon. Ja, was hat er denn? Er freut sich doch sonst immer, wenn ein Paket von Omi West kommt. Nagellack, ja. Stinkt ja grauenhaft. Und der Kaffee riecht auch wieder nach Seife. Ich glaube, die Mühe hast du dir umsonst gemacht, Vati. Hm. Karl? Willst du gar nicht wissen, was Omi West dir geschickt hat? Sie hat wohl vergessen, dass sie dir schon mal einen geschenkt hat. Danke. Du bist doch nicht sauer. Omi West ist eben schon ein bisschen schusselig. Deswegen ist es doch nicht. Ist es, weil du dich blamiert hast? Es ist wegen Clara. Ich wollte dir helfen und hab doch alles vermasselt. Was Mütter sich so alles anhören müssen. An diesem Abend schüttete ich meiner Mutter mein gebrochenes Herz aus und es fühlte sich wunderbar an, ihr kleiner Karl zu sein. Ich bin stolz auf dich. Aber ich hab's vermasselt. Du bist ein Risiko eingegangen, um einem anderen zu helfen. Obwohl die Gefahr bestand, dass es für dich schlecht ausgeht. Es ist schlecht ausgegangen. Ja, und das hast du vorher gewusst und du hast es trotzdem gemacht. Wenn deine Clara wirklich so ein nettes Mädel ist, dann wird sie deinen Mut und das, was du für sie getan hast, dann wird sie das zu schätzen wissen. Ach, ich weiß nicht. Also, ich wäre glücklich, wenn es in meinem Leben einen einzigen Mann gegeben hätte, der sowas Mutiges für mich getan hätte. Meinst du wirklich? Das meine ich wirklich. Sie hatte mutig und Mann gesagt. Ich war dem Erwachsensein doch ein Stück näher gekommen, als ich geahnt hatte. Ich dachte in dieser Nacht noch lange über die Worte meiner Mutter nach. Hey, da kommt ja unser Entertainer. Bewirb dich doch bei Kessel Buntes. Zum Dank schenkte ich Dirk meine Käsestulle. Seitdem war er nicht mehr mein Torpfosten, sondern mein Freund. Kopf hoch, beim Autoscooter am Plenterwald sind wir wieder die Käse. Nimm ich denn heute Nachmittag auf eine Biege mit meiner Simson mit, ja? Was soll's? Auf eine Blamage mehr oder weniger kam's auch nicht mehr an. Clara? Wollen wir heute ein Eis essen gehen? Danke. Der tolle Colt. Ich liebte es, dass Clara ihn wie einen drittklassigen Chauffeur behandelte. Muss schnell essen, schmilzt schon.
Weiter haben wir an diesem Nachmittag im Sommer 1983 kein einziges Wort geredet. Ich spürte aber, dass Clara wusste, dass ich mein Bestes gegeben hatte. Die Bauchschmerzen jedenfalls, die mir dieser Rieseneisbecher bereitet hatte, habe ich nie vergessen. Es waren die schönsten Bauchschmerzen, an die ich mich erinnern kann.